الرحمن الرحيم. Denn der Hadith hinsichtlich der Unterlassung der Gebetswaschung von dem, was von Feuer berührt wurde, ist allgemein. Aber der Hadith über die Gebetswaschung vom Verzehr von Kamelfleisch ist spezifisch, khas. Und der spezifische Beweis wird dem Allgemeinen vorgezogen. Abgesehen davon, ob es davor erwähnt wurde oder danach. Und das ist eine Mas'ala oder eine Thematik, die mit Usul al-Fiqh zu tun hat. Taqdim al-Khas ala al-Am. Dass der spezifische Beweis dem Allgemeinen vorgezogen wird. Als Beweis wurde ebenfalls von manchen der Analogieschluss angeführt, also Al-Qiyas, vor allem von jener Rechtsschule, die dafür bekannt ist, dass sie oft den Qiyas anwendet, selbst wenn dieser den Hadithen widersprechen sollte. Bei einer der Rechtsschulen kommt das oft vor. Nicht bei den Malikier und nicht bei den Schafirier. So sagten sie, dass es keinen Unterschied zwischen Schafsfleisch und Kamelfleisch gebe. Sie sagten, das ist gleich, wenn man vom Schafsfleisch oder wenn man nach dem Verzehr von Schafsfleisch nicht die Gebetswaschung vollziehen muss, dann gilt das Gleiche auch für das Kamelfleisch. Diesen Qiyas, also diesen Analogieschluss, führten sie an. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, er widerlegte das sehr, sehr heftig. Und Ibn al-Qayyim sagte über diesen Analogieschluss, und der Analogieschluss oder der Qiyas, der das gleichstellt, was Allah unterschieden hat, gehört zu den nichtigsten und schlechtesten Analogieschlüssen. Nein. Das hat er in I'lam al-Muqirin, hier habe ich auch einen Fehler gemacht, in I'lam al-Muqirin hat er das erwähnt. Nein. Das soweit zu diesem Hadith und zu dieser interessanten Thematik.